Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Beim letzten Mal waren wir ja hinten in Sparta. Wir suchen da ja nach dem Vater und sollen jetzt das Haus holen und so. Aber heute möchte ich erstmal finde Ort der Vision von Barnabas. Und da haben wir nämlich auch schon direkt einen. Der ist nämlich da hinten. Da. Genau da. Und den wollte ich jetzt auf alle Fälle mal ganz kurz machen. Und dann weil ich jetzt ehrlich gesagt die Lust dazu habe, ein paar Level aufzusteigen, weil wir bei der Odyssey jetzt erstmal ein höheres Level brauchen. Und das ist blöd, dass wir ein höheres Level brauchen. Wir brauchen XP, ganz viel. So, ich werde auf alle Fälle auch diese ganzen Mini-Quests, die man sich auf den Inseln und Städten holen kann, die werde ich alle annehmen und ja, alle annehmen und halt machen. Sollen ganz viel XP bringen. Ich versuch's halt mal. Oh. Shit. Okay. Ich hätte sonst gleich Stress gekriegt, wäre ich dagegen gefahren. Die kämpfen, ne? Ja, gegen Spartanisches Schiff. Euch jetzt! Nein, ich will jetzt absteigen eigentlich. So. Das müsste ja eigentlich dieses Alkiaos Grab sein. Was ist das denn für ein Eber? Ja. Das ist es auch. Oh ne, da oben. Ich muss mit ihr sprechen. Okay, aber wir haben, glaube ich, ein anderes Sache, oder? Okay. Seid ihr mir feindlich gesinnt? Ja, seid ihr. Sind das Kultisten? Oder was? Was seid ihr? Oh Gott. Also, ihr seid mir auf alle Fälle nicht gerade freundlich. Das ist. Nee, auch komm. Hau mal ab. Will ich nicht, will ich nicht. So. Oh shit. Sind das Kultisten? Ich glaube, ich sollte in die Höhle reingehen, wenn wir wieder zurückkommen. Sehen wir aus wie Kultisten. Können aber auch, kann auch nur irgendwelche Barbaren sein oder so. Könnte auch sein. Naja, gehen wir jetzt erstmal zur Hexe. So. Oh, die ist ja wirklich hier. Ganz viele Schweine. Die sehen hungrig aus. Willkommen in meinem Reich, Reisender. Ich bin seine Herrscherin, Kirke von den Okeaniden. Du lebst hier? Wo sind meine Manieren? Du musst nach deiner langen Reise müde sein. Im Laderaum gibt es etwas Wein, den du für uns holen könntest. Ich bin derzeit ein wenig unpässlich. Stirb, Hexe. Ich könnte Wein vertragen. Ich könnte einen Schluck vertragen. Ich hole den Wein. Wir sollten vielleicht eher auch nicht immer direkt abschlachten wollen. Ach. Man kann das alles gut angehen. Auch wenn die ein bisschen irre ist.
denn das, was die da macht? Alter. Ach komm, nein. Hä? Lol, die fliegen ja. Okay. Sie beherrscht die Säulen. Tötet die Hexe. Hexe, Hexe, Hexe. Verbrennt sie. Ein Jagdbogen. Ja. Da ist mein hier Giftbogen viel schöner. Obwohl es auch Giftpfeile geben soll, genauso wie Geistpfeile und sowas halt. Ganz komische Sachen. Ich glaube, dafür soll ich irgendwie diese Viecher töten, wie der Eber oder so. So. Hier. Du siehst herrlich durstig aus. Na schön, Herrscherin. Trinken wir. Okay. So ist es recht. Trinke deinen letzten Schluck. Atme ein letztes Mal. Meine Untertanen sind hungrig. Ach nein. Warum war mir das auch klar? Wie war das so klar, dass ich jetzt hier irgendwo hingeschleppt werde, um verfüttert zu werden? Ach, nicht schon wieder. Passiert mir so oft. Malaka. Mein Kopf. Wo bin ich? So, hallo, wo ist der? Okay, komm, so. Dass sie mir nicht die Waffen abgenommen hat. So, ich gehe hier nochmal lang. Oh. Ein paar Tote. Ja, das war's. Hier gibt's einen Ausgang. Denken Sie ehrlich, das bringt mich um? Ach, hier sind wir. So. Okay. Das ist eine Psychotante. Aber das war mir schon vorher klar, als sie die ganze Zeit an einem Schwein rumgenippt hat. So. Lass mich raten, die Leute, die ich da umgelegt habe, waren ihre Leute oder wie? Oh. Wenn die Tiere bis dahin natürlich leben, ist die Sache, ne? So. Shit. Oh shit, ich brauche neue Stoff. So. Nein. So, endlich tot. Das war der nächste und jetzt so, dann ist jetzt die Vorhut weg von dir. Oh! Ey, dass ich keine... Schlägt die nur? Ja. Die ist ja so weg. Die Hexe führt auf eine Liste mit Namen und Trophäen. Trophäen? Dieses Armband trug... eine Leder. Ich hab ein Level up, ja. Gut. Dann nehme ich jetzt die Fähigkeiten. So. Was gibt's denn jetzt so ganz Cooles, was ich jetzt so mitnehmen kann? Feuerbeherrscher. Wie Pyromane. Ja. Vielleicht soll ich erstmal die hier machen.
Oder das. Schlachtruf. Ja. Das mache ich. Schaden, ja. Gut. 26. Gut. Gesamt, Rüstungswert, okay. Statue. Armband. Questgegenstände. Ah, okay. Gehen wir jetzt mal zu Barnabas. Erstmal muss ich aber aufs Schiff kommen. Hallo Leute, wie geht's denn euch so? Hast du Neuigkeiten über meine Leder? Ich habe dieses Armband gefunden. Und eine Menge Schweine. Ich kann das erklären. Leder hatte es und wurde von Kirke in ein Schwein verwandelt. Als sie wieder zu einer schönen Frau wurde, gab sie es Kirke als Andenken. Aber gehört einer anderen. Barnabas, dieses Armband könnte jedem gehören. Nein, ich bin mir sicher, es ist Leders. Es muss so sein. Okay. Wenn Leder lebt, finde ich sie. Wir haben ja noch die anderen zwei Orte, wo die sein könnte, aber jetzt erstmal nö. Ich möchte jetzt erstmal an anderen Orten wieder weitermachen. Einerseits Kopfgeldstifter, nee. Eigentlich möchte ich hier natürlich jetzt die nächste Sache haben, damit ich hier weitermachen kann. Okay Leute, lasst uns mal ganz kurz hier hingehen, ein paar Sachen erledigen. Sowas halt. Das Übliche. Ach ja. So, mal gucken, was dann später noch so passieren könnte. Gut, dann los. Wo ist denn jetzt da? Da ist es. Und zwar hole ich mir da nämlich jetzt die Quest her. Am besten alle, solange die jetzt nicht überstufig sind. Ups. Aber das müssten... Okay, ein paar sind es. So. Ja, da gucken wir jetzt, dass wir darunter den einen oder anderen erledigen. So. Warte mal, wo befinde ich mich denn jetzt? Argolis. Dann würde ich eigentlich hier runter gehen, weil wahrscheinlich... Obwohl, es könnte aber auch hier sein. Zerstöre... Der griechische Welt zerstört das. Das sind halt diese Kopfgelddinger. Aber jetzt, wo ich mir auch mal drüber nachdenke, und zwar sind ja ganz viele von denen gleich. Vernichte Kriegsvorräte. Okay, Kriegsvorräte können wir jetzt zum Beispiel mal. Warte mal da. Können wir jetzt mal machen. Aber ich würde sonst gleich erstmal in den bekannten Städten, die ich schon habe, würde ich jetzt alle mal absuchen und halt dann gucken. Gut, das würde ich nochmal in allen Städten jetzt mal durchgehen. Wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt sehr viele Missionen, Kopfgeldmissionen und so gesammelt. In der Zahl 28 meine ich.
So, und die ersten paar sind nämlich ein paar spartanische Schiffe zerstören. Gut, das macht dann auch. Oh, ja, stimmt. Ups. Das sind Piratenschiffe. Holt das Segel ein! Nein, 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 nein! Ein Kampf bevor! Bereit machen! Okay. So. So. So und voll Karacho. Langsam! Wir sind außer Gefahr. Deshalb sollten wir aber nicht unvorsichtig werden. Kapitän hat Steuer verlassen. Macht mal Pause. Ja, okay, der Schatz da drin ist offenbar weg. Oh, okay. Erhöht das Tempo! Es war, glaube ich, kein Spartanisches. Es war hundertprozentig kein Spartanisches. Aber wir befinden uns ja in der Nähe der spartanischen Grenze. Also hier hinten beginnt Sparta. Ja, okay, aber auch hier, aber hier ist ganz viel Sparta. Also hoffe ich, dass ich auf der Seite hier was finde. Das kann doch nicht so schwer sein. Die Stadt da hinten sieht interessant aus, aber... Okay, wir fahren in vollkommen falsche Richtung. Umdrehen. Ah! Okay, das wäre jetzt echt anstrengend, dann auch was zu suchen. Gefühlt gibt es ja mehr, mehr Athena-Schiffe als als spartanische, deswegen. Ich glaube, das ist auch schon wieder Athen. Segel einholen! Nein. Volle Kraft, bitte. Leg zu! So. Da hinten sind noch spartanische. Oder? Ich möchte nicht nochmal ein anderes Schiff treffen. Ah, nee, das ist Sparta. Ja. Zumindest das. Für. Ja, okay, eigentlich können wir nicht mehr sagen für Sparta. Für uns. Kämpft, wenn ihr Seeleute seid! So. Vorsicht! Die wollen uns treffen! Ja, wir treffen sie vorher. Boom! Und zack! Zack, zack. Genauer zielen. Zack, zack. Ah, warte mal. Entern. Wow. Ich habe das Gefühl, dass dies nicht unser letztes Mal ist. Seid bereit! Wir entern die Hunde! Jo. Hä, hey, warum kommt... Ja, jetzt kommen die rüber. So. So, und... Jetzt kommst du dran. So. Triton ist echt schlecht. So. So. Schon ist der tot. Der ist doch echt nicht... Gerade gut. So.
nächste. Und... okay. So. Und... zack. Und hier. Los. Und der Schild gehört auch mir. Oh. Okay. So, 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 so. So. Gut. Oh, jetzt haben wir aber zwei Punkte wieder, aber das ist jetzt auch nicht mein Problem. Ja, eigentlich schon, aber juckt mich nicht. Ja. Wie sieht's denn jetzt überhaupt mit den Quests aus? Eigentlich müssen wir ja jetzt sagen, ey, gut gemacht. Aufträge, Athena-Schiffe oder was? Vernichte Athena, Kriegsvorräte, spartanische Soldaten, Piratenschiffe soll ich zerstören. Ach, das war ein Piratenschiff, okay. Schwarze Flagge heißt Piratenschiff oder was? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht das, was wir machen sollen. Zerstöre Athena-Schiffe. Spartanische, das. Dies, das. Okay, das ist nicht das, was wir machen sollen. Aber eigentlich können wir hier dann ran. Na, wohl. Ah, ich weiß ja noch nicht. Einerseits gibt es ja hier da irgendwas. Na, nee. Mit irgendwie sprechen. Schalte den Politiker aus. Na, das mache ich. Dann machen wir es jetzt so. Vielleicht werde ich auch noch welche offen machen. Mal gucken. So. Wir werden ja sehen, wie es läuft. Nach einem Politiker umlegen, das ist doch... ah, nichts Schlimmes. Müssen ja nur eben wegmachen und das war's. So. Ah, wo ist denn der Typ? Ah, da hinten, okay. Und wir sollten mal ganz kurz vorher... Warte, ich gleich muss gleich niesen. Oh, entschuldigt. Die sind alle schlechter als mein Bogen, den ich da habe. Wow. Und jetzt geht's wieder ab. So. Pfeile. Automatisch und erstmal Maximum. So. Hä? Scheint Politiker aus. Ach, Tod bestätigen. Zack, jetzt. Schön. Das kann ich auch nochmal eben wegmachen. Nein, du bist so. Nein, nicht nochmal. Gut. Ah!
Und ich nehme mal alles mal wieder. So. Echt kein Problem, ne? Oh nein, 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 nein. Puh. Oh. Okay, Teamworking ist unfair, ist unfair. Au. So, dann kriegst du es jetzt. Und ich bin echt am Arsch, wenn ich jetzt nicht gleich mal einen von denen töte. Zusammen sind die mir nicht ein bisschen zu gefährlich. Ja, zusammen sind die mir halt wirklich viel zu gefährlich. Obwohl natürlich die Nummer 1 schon fast tot ist. Junge! Was war das? Nein, nein, abhauen. Lauf, 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 lauf. Ich kann gegen die nicht über. Ich kann gegen die. Yeah. Ha! Was war das denn? So. So, jetzt bin ich dran. Ich beende diesmal. Ah, danke. Danke, den Loot nehme ich. 26er Loot ist eigentlich ganz schön gut. Jetzt verfolgen mich natürlich die ganzen Athener Soldaten. Ah, vielleicht muss ich muss die gleich eh töten, ne? Also. Nein, es war halt die falsche Person. Natürlich auch mal ein paar Soldaten. Oh, oh, wow. Junge, Junge. Oder eher gesagt, Mädel. Mädel. Das war's, wenn mich jetzt eine Sache trifft. Da war's das. Junge! Nein, das lässt du. Danke. Mit den anderen kann ich das viel besser aufnehmen. Alle Hinweise entdeckt, Kultist des Kosmos. Nein. Das geht? Oder... So, Nummer 1. Muss ich mir gleich angucken. Okay, jetzt weiß ich noch. Ja, okay. So. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Da kommt der nächste. Schön. Aber eigentlich können wir jetzt weitergehen. Einfach wieder gehen. Oh ja. Oh nein. Das heißt nichts Gutes. Der Kosmos kämpft für Athen. Deshalb kämpft Athen für den Kosmos. Alter, sieht aus, als könnte er nicht kämpfen. Vielleicht können wir ihn sogar killen. Das machen wir jetzt noch, diese Folge. Wir gucken ihn zumindest uns mal an. Aha. Da komme ich nicht hin, das mache ich nicht mit dieser Folge. Da gehe ich bis zur nächsten Folge auf alle Fälle hin. Gut. Wir haben jetzt so eine Quest erfüllt. Ich würde sagen aber... Die anderen Quests mache ich so oft. Ich werde dann wahrscheinlich ja leveln. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal.
Ja, bis dann. Ciao.